Moin, ja, ich bin wieder unterwegs und vielleicht habt ihr es schon erkannt, ich bin nicht zu Hause irgendwo, denn ich bin weiter weg. Ich bin in Braunschweig. Ja, warum? Ja, der Winter klopft ja so langsam an der Tür, es ist richtig herbstlich, es ist kalt geworden. Die letzten zwei Wochen waren auch sehr regnerisch, pustig, grausig, stürmisch. Und da dachte ich, ja, jetzt kommt am Wochenende gutes Wetter, da musst du nochmal los. Dann fahr auch nochmal weiter weg. Ja, so verbringe ich jetzt hier nochmal einen Samstag, Sonntag hier in Braunschweig. Aber ich werde nicht in Braunschweig fahren, sondern mache eine schöne, lange, große Runde. Ich habe vor, 120 Kilometer zu fahren. Also ich muss mich schon doch gut ranhalten, denn die Tage sind doch schon ganz schön kurz. Ja, und dann, wo will ich hin? Ja, ich werde erstmal Richtung Süden fahren, Richtung Wolfenbüttel. Und dann mache ich einen Blick nach Osten. Dann geht es so Richtung Schöning. Bis da ganz hinten oder es kommt noch Schöppenstedt und dann bis nach Helmstedt und dann werde ich wieder zurückfahren über Königslutter hier zurück. 120 Kilometer, ein paar Hügel sind dabei, das wollte ich auch noch mal haben. Ja, und Wetter muss man ausnutzen, bevor es ja richtig kalt wird. Es ist heute schon frisch, 5 Grad heute Morgen, aber nach den vielen grauen Tagen ist jetzt die Sonne heute, die wird so richtig gut tun. Etwas Wind ist, aber das ist mir heute egal. Naja. Aber schöne Bilder will ich jetzt heute nochmal machen, eine schöne große Tour. Also ich muss mich doch ganz schön ranhalten. Das wird nicht ganz einfach werden, wie ich immer so gerne sage, bei der Arbeit mit Film und so. Aber ich werde es versuchen und ja, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Die ersten Kilometer sind auch recht schön hier Richtung Wolfenbüttel. Immer an der Oker entlang. Jetzt ist immer so ein See. Wow, richtig schön, richtig super zu fahren. Macht dir jetzt schon Spaß, aber das waren erst 3 Kilometer. Also es muss weitergehen. Hier liegt auch einiges geäst rum. Ja, vorgestern war ja richtig harter Sturm. Man sieht es ja doch. Ja, teilweise wurde der Zugverkehr eingestellt. Ja, für uns Norddeutsche war das nur eine leichte Brise. Ja, eine starke Brise. Aber hier unten war das schon noch etwas stärker als bei uns oben. Aber man sieht das. Hier liegen überall Äste, alles voll. Da bin ich nun angekommen in der ja doch sehr schönen Innenstadt hier von Wolfenbüttel. 15 Kilometer habe ich hinter mir, war noch recht schön.
Aber das Ziel hier ist auch recht schön, also muss ich sagen. Alles sehr schön anzusehen. Das ist auch die Lessingstadt, das steht überall, aber das ist nur Herzog August, das ist eine andere. Aber richtig schöne Altstadt hier überall. Fachwerkhäuser und richtig toll anzusehen. Boah, schon das erste Ziel hier, richtig klasse. Ja, ich war jetzt auf den Weser-Heide-Radweg. Ja, ich folge eigentlich meiner eigenen Route, selbst geplant, aber ich werde natürlich auch auf Fernwege treffen. Aber jetzt werde ich davon abgehen, dann geht es jetzt Richtung Osten weiter, Richtung Schöppenstedt und so weiter und so fort, Schöning. Aber es sind einige Kilometer hin. Aber ich muss sagen, Wolfenbüttel, wieder richtig klasse. Aus der Puste. Ich habe eine kleine, ganz kleine Schwierigkeit hier eingebaut. Ich bin hier auf den Höhenzug Asse raufgefahren. Ich hätte auch da unten links fahren können, aber ich wollte noch eine Aussicht genießen. Eine richtig schöne, fast klare Sicht. Der Harz ist auch gut zu sehen, nur der Bock nicht, der ist verhangen. Aber egal, ja, tolle Aussicht. Wow. Ja, Asse, ja, leider traurige Berühmtheit. Da hinten ist irgendwo ein altes Bergbauschacht, wo die leider Atommüll reingeschmissen haben. Dachten ja, das ist alles sicher da. Tja, und jetzt rosten die vor sich hin. Wassereinbruch. Ja, muss alles wieder raus für viel Geld. Ja, aber da will ich jetzt nicht drüber nachdenken, was da ist, sondern genieße hier die Aussicht. Mann, durchgeschwitzt jetzt, aber hier geht kühler Wind. Hui. Aber richtig tolle Aussicht. Richtig genial. Jetzt habe ich doch mal schöne Strecken zum Dahinrollen. 25, 26 km/h Rückenwind, geradeaus, Asphalt, da läuft's.
bin ich irgendwo zwischen Schöppenstedt und Schöning. Immer durch die Dörfer, leicht hoch und runter. Aber da sind immer gerade Ausstücke ohne Ende. Aber schöne Aussicht, muss ich sagen. Aber so langsam bin ich auch auf der Suche nach einer Bank. Aber ist natürlich schwierig auf dieser Strecke. Mal sehen, ob ich mal eine finde. Siehst du, gesagt und gefunden, eine Bank hier mitten im Ort. Hier ist es recht windstill, angenehm und ruhig. Oh, da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen Banane essen und ein bisschen Kekse. Nicht die beste Nahrung, ja, aber Snacks langen mir. Einfach nochmal ein bisschen Energie tanken. Ja, jetzt noch gute 45 Kilometer schon. Ja, diese Tour ist eigentlich genau das, was ich wollte. Nochmal andere Landschaft sehen. Auch mal ein bisschen Hügel nochmal, ein bisschen anstrengen. Ja, hier sieht das wieder ganz anders aus. Ganz andere Landschaft, genau so wollte ich es haben. Aber einen kleinen Fehler habe ich vielleicht gemacht. Ich habe jetzt ordentlich Rückenwind. Ja, ich schätze mal, die letzten 40, 45 Kilometern habe ich das dann alles als Gegenwind Richtung Braunschweig wieder zurück. Aber das werde ich schon irgendwie schaffen. Aber erstmal geht es noch weiter. Richtung Schöning, das sind noch 5-6 Kilometer. Schöning habe ich jetzt links liegen lassen, genauso wie den Höhenzug der Elm. Ja, den werde ich so ein bisschen umrunden den ganzen Tag heute. Das ist eine große Runde, ja. Also der liegt da immer in der Mitte, also immer zur linken Hand. Und was ich hier auch gerade habe, auch eine gute Aussicht, würde ich sagen. Ich schaue hier gerade in den Tagebau Schöning hinein. Wieder so ein Loch in der Landschaft, hatte ich ja schon mehrmals dieses Jahr. Wie man sieht, es wird noch ordentlich gebackert und da hinten verheizt. Ja, wieder nicht mehr lange. Da ist hier wieder mal eine Flutung in Gang und dann ist hier irgendwann ein See. Mann, das ist ganz schön pustig, aber naja, als Rückenwind ist er gut. Aber wenn ich hier bald rumdrehe gegen den Wind, naja, will nicht meckern. Ich habe es mir ausgesucht, aber ich muss sagen, tolles Highlight und muss auch dazu sagen, hier habe ich schon mal gestanden. Das muss schon fast 20 Jahre her sein bei einer Radtour. Das ist schon sehr lange her. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie weit das hier jetzt abgebaggert war. Das ist echt schon ein bisschen zu lange her. Aber ich fahre hier gleich auch über die alte deutsch-deutsche Grenze. Nämlich da drüben ist schon wieder der nächste Ort. Der Name, ja, habe ich jetzt gerade nicht nachgeschaut. Aber da ist gleich die Grenze, Grenzstation. Noch eine ehemalige. Und wie man hier sieht, auch nochmal alte Maschinen.
wahrscheinlich von den Anfängen dieses Tagebaus. Ja, und dann geht's gleich weiter Richtung Helmstedt, aber das sind noch etliche Kilometer. Hier bin ich jetzt irgendwo im Nirgendwo, kurz vor Helmstedt. Oh, aber richtig schöne Gegend, muss ich sagen. Oh, richtig tolle Strecke wieder ausgesucht. Ja, ich fahre ja eine Runde, das heißt heutzutage ja gar nicht mehr Runde, sondern Orbit 360. Aber es ist auch würdig, weil es waren sehr, sehr viele Kilometer auf Schotter. So wie hier auch, richtig gut zu fahren. Macht richtig Spaß. Oh, mal sehen, ob es so weitergeht. Also, ich kann sagen, habe ich sehr gut geplant, aber ich habe jetzt schon 75, ich muss sagen, das schlaucht so langsam, weil es geht auch immer hoch und runter. Bin jetzt ab und zu schon mal gegen den Wind. Ja, das ist schon heftig, aber ich werde es hoffentlich schaffen. Na, jetzt erstmal Richtung Helmstedt und dann sehe ich weiter. Ich dachte gerade, es wird doch mal wieder Zeit für eine Pause und zack, da ist mal wieder was. Ein Grillplatz hier und einen ehemaligen Tagebau, das ist jetzt der Lappwaldsee. Aber das noch im Auffüllen, das dauert noch ein paar Jahre. Aber ein schönes Plätzchen, schöne Aussichten hat man hier und hier kann man jetzt mal gut sitzen. Dann hole ich mir jetzt noch eine kleine Stärkung vor Helmstedt, das ist ja da vorne, das sieht man ja da oben. Ja, und dann sind es ja noch über 40 Kilometer noch zurück gegen den Wind Richtung Königslutter und Braunschweig. Aber ich stärke mich jetzt und dann geht's weiter. Oh, das werden wir schon, oder das werde ich schon packen. Aber das Rad sieht aus. Ja, die Bauern sind da am Maisenden gewesen gerade. Sind teilweise doch ganz schön matschig, die Wege. Naja, da muss ich dann halt zu Hause mal putzen wieder.
Helm steht, bin ich durch. Hier stehe ich jetzt hinter der Stadt an so einem Langbett grab. Oh, steinzeitliche Spuren gibt es ja auch und war ein schöner Platz hier. Tolle Aussicht. Ja, so, jetzt geht's da längs Richtung Königslutte und Gas. Hui, das ist jetzt ganz schön anstrengend gegen den Wind, aber ich muss sagen, hat ein bisschen nachgelassen. Dafür gehen die Straßen jetzt alle immer nur geradeaus. Ui, 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 ui. Und dann immer so leicht berghoch und das im Gegenwind. Boah, strengt an, aber mal sehen. Boah, immer weiter, immer weiter. Hui. Königslutter liegt hinter mir. So, jetzt kann ich die letzten 23 Kilometer auf mich nehmen jetzt. Schnurstracks nach Braunschweig. Ja, ist doch ein richtig schöner Weg zum Radfahren. Zwar geradeaus, aber super zu fahren. Ja, ich bin nicht mehr weit vom Braunschweig entfernt. Oh, da wird bestimmt genug los sein. Deswegen werde ich jetzt hier schon meine Absage machen. Von dieser richtig tollen Runde. Ja, es ist ein paar Kilometer mehr geworden. Ich habe doch mal ein bisschen geträumt zwischendurch. Oh, verdammt, verkehrt gefahren. Wieder zurück. Meistens so 200-300 Meter immer wieder zurück. Hin und her ist auch schon wieder ein halber Kilometer jedes Mal. Ja, aber es war richtig schön. Es war zwar kein goldener Tag, aber
richtig toll. Also ich bin zufrieden mit dem Tag. Ja, und jetzt schnurstracks weiter nach Braunschweig. Ja, da kommt keine großen Highlights mehr. Also nur noch Stadt. Heute Morgen habt ihr schon was gesehen. Wenn jetzt noch was kommt, werde ich es hier gleich noch mit eintragen. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Wow, richtig tolle Strecke, super, echt klasse. Hat mir echt Spaß gebracht heute, ich hoffe euch auch. Waren tolle Highlights dabei, eine tolle Strecke, war sehr anstrengend. Schön nochmal dieses Jahr, ja, gute 125 geschafft zu haben nochmal. Wow, hat mir richtig Spaß gebracht, ich hoffe euch auch. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ich glaube, es war bestimmt noch nicht das letzte Mal, aber bestimmt wird das dann nicht mehr so große Runden sein, denn die Tage werden noch ganz schön kurz. Aber solange der Winter noch nicht voll da ist, kann man ja noch gut Rad fahren. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.